Planspiele mit Lell. Bundestrainer Joachim Löw denkt offenbar bis zur EM im kommenden Sommer über eine Nominierung von Herthas Rechtsverteidiger Christian Lell nach. Ich schließe nicht aus, dass er für uns ein Thema wird, sagte Löw der Berliner Tageszeitung BZ. Im Moment sei Lell aber noch kein Kandidat, da Benedikt Höwedes, Jerome Boateng und Christian Tresch auf der Position rechts hinten konkurrieren. Gomez will verlängern. Angreifer Mario Gomez würde seinen Vertrag beim FC Bayern München gerne verlängern. Ich kann mir gut vorstellen, über 2013 in München zu bleiben. Ich fühle mich hier wohl und sportlich läuft es, so Gomez in der Sportbild. Bereits im Oktober sollen die ersten Gespräche über eine Vertragsverlängerung stattfinden. Beim FC Schalke bemüht man sich indes um eine Verlängerung des Kontrakts von Torjäger Raúl. Wie Clubboss Clemens Tönnies verriet, wolle man den Spanier bis 2013 binden. Probleme, das Millionensalär des 34-Jährigen aufzubringen, sieht Tönnies dabei nicht. Bayern erneuert Götze-Interesse. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat das Interesse des FC Bayern an Mario Götze untermauert. Klar ist, Mario Götze ist ein fantastischer Spieler, der jedes Lob, das ihm zuletzt zuteil wurde, verdient hat. Und es ist bekannt, dass wir eine Präferenz für deutsche Nationalspieler haben. Allerdings will der BVB seinen Shootingstar nicht innerhalb der Bundesliga verkaufen. Rummenigge hat für diese Haltung kein Verständnis. Ich finde solche Aussagen eigenartig. Jeder Transfer ist ein Drei-Parteien-Geschäft. Ob der Spieler da der gleichen Meinung ist, das muss man mal abwarten, so der Bayern-Boss weiter. Absagen für den HSV. Der Hamburger SV hat sich bei seiner Trainersuche die erste Absage eingehandelt. Michael Laudrup vom spanischen Erstligisten RCD Mallorca hat den Norddeutschen nach Informationen von NDR 90,3 abgesagt. Auch Morten Olsen gilt als unwahrscheinlich. Der dänische Nationalcoach ist vertraglich noch bis 2012 gebunden. Wegen der laufenden EM-Qualifikation wird er vom Verband wohl keine Freigabe erhalten.